Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die gefrorene Erde anzunehmen bei Element Zimmerin Dagoda in Suldrak an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der schon viel zu hoch ist für dieses Gebiet. Ich bin aber davon überzeugt, mein Video hilft euch auch hin wie Hotel Gar Classic. Man muss sich jetzt ins Questgebiet begeben, das ist dieser Sieb. Und hier muss man diese gefrorene Erde töten, looten und hoffen, dass ein Quest-Item dabei ist. Das Ganze muss man ein paar Mal machen, öfter als 7 Mal, weil wenn keine Erde dabei ist, dann muss ein neuer Element auf Dach erhalten, also eine neue gefrorene Erde. Jetzt hatte ich 3 hintereinander. Okay, was ist hier los? Versteckte Kamera? Sind es versteckte Kameras? Hallo? Und ihr seht, hier um diesen See sind ein Haufen von diesen Elementaren. Töten, looten, töten, looten. Klar, in VOTLK Classic oder auch in Retail beim Leveln dauert das Töten ein bisschen länger. Aber das wollte ich mir beim Videomachen ersparen, dass ich bei den Mobs ewig kämpfe. Ich zeige euch noch ein bisschen das Questgebiet. Hier sind auch noch Mobs. Die warten nur auf euch. Hier gerade keine, aber hier sind wieder welche. 6 von 7. Und 7 von 7. Quest ist bereit zur Abgabe. Wo geht's hin? Da geht's hin. Und jetzt könnt ihr schauen, wie ihr in dieses Gebüsch hineinkommt. Ich könnte auch hineinfliegen, aber ich zeige euch einen Weg, der am Boden machbar ist. Und da bin ich. Quest ist abzugeben bei Element Zimmerin Dagoda in Suldrak in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!